meine gärtnerische und landwirtschaftliche Karriere, die jetzt als EM-Berater geendet ist, hat mit diesem Buch begonnen. Im Jahre 1998 oder so. Mit Maranobu Fukuoka. Das ist ein, ja, noch ein Japaner. Wir haben heute, ich bin voll auf dem Japan-Trip hier. Und der ist schon etwas, der ist seit kurzer Zeit tot, der ist irgendwie 98 geworden. Ein Reisbauer, also er hat sich das zum Leben eines Reis- und Obstbauern entschieden. Er war eigentlich Mikrobiologe, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und hatte dann spirituelle Erleuchtung, die ihn plötzlich getroffen hat. Und hat es versucht, seinen Mitmenschen zu erklären. Der Mensch kann nichts wissen, alle Anstrengung ist umsonst. Wenn man den Teil des Hafens Nord nennt, dann muss man den Süd nennen, und keiner hat ihn verstanden. Und die Natur weiß es am besten. So. Und dann hat er gesagt, na gut, wenn ihr mich nicht versteht, dann zeige ich es euch. Und dann ist er zurückgegangen zum Hof seines Vaters, der Reisbauer war und Obstbauer und der erfolgreichste im Dorf, und hat dort über 30 Jahre lang versucht, eine natürliche Landwirtschaft zu entwickeln, und hat es auch geschafft, hat den Reisanbau entwickelt, ohne, also so gut wie keine Bewässerung. Er bewässert nur 2 Wochen im Jahr, dass das mal kurz unter Wasser steht, ansonsten hält das nur feucht. Er hat einen Reisanbau ohne Verpflanzung. Wenn man weiß, wie Reisanbau in Japan funktioniert, da wird erstmal geflügt und geflügt, bis es eine Suppe ist, dann wird verpflanzt, die jungen Pflanzen. Dann Unkraut jäten, dann düngen, dann so ernten irgendwann und dann Buschweise pflügen und nächste Aussaat. Und er hat es in einer dauerhaften Weißkleewiese angebaut, deswegen unser Symbol Weißklee. Der hat einen Reisanbau entwickelt ohne Umpflanzen, einfach indem er das ausstreut in die Weißkleewiese, pelletierte, mit Lehm pelletierte Samen. Und tatsächlich auch noch im Wechsel mit Reis und Wintergetreide. Also er hat 2 Ernten im Jahr, Reis und Wintergetreide, und er hat die jeweils gesät, bevor die andere Ernte überhaupt eingefahren wurde, hat er schon ausgesät, hat dann geerntet, alles Stroh wieder rauf, und das mit dem Unterwuchs, Unkraut und so hat er wachsen lassen, speziell eben den Weißklee hat er öfter mal mit ausgesät. Und kam auf, am Ende auf Erträge, die mit zu den höchsten des ganzen Landes zählten, nämlich so um die 5 Tonnen Reis pro Hektar. Also er hat nur 0,5 Hektar, aber immerhin. Ne? Also, eben mit einem minimalen Arbeits- und Dünger- und Wasseraufwand. So, das war eigentlich mein Einstieg, und das seine Landwirtschaft nennt er auch die Nichtstun-Landwirtschaft, beziehungsweise die Nicht-Tun-Landwirtschaft. Das hat mich natürlich angesprochen. Das ist der richtige Weg. Und wie ich aber dann mit der Zeit feststellen musste, ist ein grüner Daumen trotzdem durch nichts zu ersetzen, und man muss etwas tun. Aber man muss genau wissen, was man tut, und man muss vielleicht gewisse Dinge nicht tun, und dann sollte man genau wissen, warum nicht. Also ganz so wenig Arbeit war es dann doch nicht. Aber, und dann auch viele Fehlschläge, weil man gedacht hat, ne, ich streue hier einfach die Bohnen auf, die sind auch gewachsen. Und dann kamen die Rehe und haben alles abgefressen. So 1,5 Hektar Buschboden. Solche Sachen habe ich da damals gemacht. Ja, also damit ging es los. Und das war im Grunde für ihn eine spirituelle Sache. Also es ging darum, zurück zur Natur. Alles menschliche Streben, Wissen ist sozusagen ganz speziell die Wissenschaft. Ne? Da wird einem am einen Tag erzählt, CO2 ganz furchtbar, die Gletscher schmelzen. Am nächsten Tag, wir können eigentlich kaum sehen, ob hier irgendeine Erwärmung ist. Am nächsten Tag, ja, der Gletscher schmilzt, aber der nicht. Der Golfstrom wird morgen versiegen. Nein, er versiegt doch nicht. Seine Idee war, desto tiefer man reingeht in die Materie und alles zerteilt und studiert, desto mehr verliert man das ist eigentlich das Bild. Man denkt, man hat ganz viel Wissen gewonnen, aber am Ende weiß man gar nichts mehr. Das, also ja, selbst ich kann es nicht richtig erklären, aber
Das ist der Punkt, also dass er die menschliche Zivilisation, die menschliche Streben nach materiellem Wissen und dergleichen in Frage stellt, ist das am Ende möglich. Und er hat ja tatsächlich gezeigt, jawohl, man kann ganz viele von diesen Maßnahmen, Düngung, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, alles weglassen und immer noch sehr gute Erträge haben. Also was haben wir eigentlich gelernt die letzten 1000 Jahre der Landwirtschaft? Wenn wir immer noch bei den gleichen guten Erträgen sind, die er mit ganz natürlichen Methoden, wie vor 1000 Jahren auch erzielt hat, wenn er das gleich erreicht. Ja, warum ist Gärtnern, EM, Terra Preta momentan so ein großes Thema? Ich glaube, wir stehen als Menschheit und als Menschen im Moment an einem Scheideweg. Das sehen wir sehr deutlich. Die Krise ist ja auch hier im Westen auf jeden Fall mit den Händen zu greifen, da dicke Luft. Irgendwas passiert hier gerade, das alte Modell funktioniert nicht mehr und wir können jetzt im Grunde in zwei Richtungen gehen. Und die eine Richtung, die wird ja auch groß propagiert und die sehen wir jeden Tag im Fernsehen und im Computer und bei YouTube und sonst wo, würde ich mal sagen, Technik, Transhumanismus, immer weitere Entfernung von der Natur. Jetzt wird schon diskutiert, wir bauen unsere Nahrungsmittel in Hochhäusern mit Kunstlicht und sonst was an. Wir machen Kunstfleisch, wir leben nur noch aus Bottichen, so ungefähr, aus irgendwelchen Pilzkulturen. Und das ist auch, würde ich gar nicht sagen, dass das böser Wille ist. Da mag auch hier und da böser Wille und Verschwörung dabei sein, da bin ich voll bei Ihnen, aber das ist die Zeitqualität. Wir sind in einer materialistischen Weltsicht. Seit ein paar hundert Jahren, vielleicht 1000 Jahren oder länger. Und das ist die logische Folge. Wir entwickeln Industrie, wir werden reich, die Kinderzahlen gehen runter, die Fruchtbarkeit schwindet. Wir werden immer bequemer. Am Ende, wenn man die Sachen so fortführt, ist es völlig klar, ja, der Mensch muss sich mit der Technik verbinden und immer mehr Informationen und immer schneller. Also das ist jetzt nichts, was sich Bill Gates ausgedacht hat und deswegen kommt das jetzt, sondern das ist, weil das seit Jahrhunderten in den Karten ist und ganz logische, natürliche Entwicklung, die wir jetzt durchmachen. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, gehen wir diesen Schritt bis an sein logisches Ende, bis zur Verschmelzung von Mensch und Technik, bis zu Klonung und was weiß ich, keine Schwangerschaft mehr, sondern Züchtung der Menschen in der künstlichen Gebärmutter oder sonst was. Oder treten wir einen großen Schritt zurück und sagen, nein, das ist der falsche Weg. Hier verlieren wir unsere Menschlichkeit und unsere Verbindung zur Natur und vielleicht zu Gott. Gehen wir in den Garten. Ist der Kleingarten, ist vielleicht die Dorfgemeinschaft, meinetwegen so eine halbautarke Dorfgemeinschaft, ist das vielleicht ein Zukunftsmodell, was auf der einen Seite unsere Menschlichkeit erhalten kann, auf der anderen Seite vielleicht unsere Verbindung zu Technik und so doch noch möglich macht. Also kann ich mir durchaus denken, dass man trotzdem noch einen Computer hat und ein Auto und was weiß ich, aber in einem kleinen, halbautarken Dorfzusammenhang lebt. Das so sehe ich so als die großen beiden Wege, die wir gehen können. Und vielleicht wird auch der eine Teil der Menschheit den Weg gehen und der andere Teil der Menschheit den Weg. Und ich kann schon projizieren, wo der Transhumanismus enden wird, nämlich in der ziemlichen Zerstörung der eigenen menschlichen Natur. Also das sieht man ja jetzt schon mit runtergehenden Geburtenzahlen, mit sinkender Fruchtbarkeit. Übrigens Fruchtbarkeit, ne? Ich weiß nicht, für wie viele Kinder er eben verantwortlich ist. Also allein das EM, das wir produzieren und die Leute kriegen. Ne? Also nicht so sehr jetzt, weil man dann an Kinder denkt, sondern weil es die Fruchtbarkeit erhöht. Wir sehen es in den Kuhstellen jeden Tag, wenn wir da EM füttern und die Kühe deutlich höhere Fruchtbarkeit haben und schneller ihre Kälber kriegen und problemloser und so weiter. Und man kriegt das mal so, ne? Ich habe angefangen EM zu trinken und dann ein Jahr später wurde ich schwanger oder so. Aber es gibt ja inzwischen ganz viele Menschen, die Schwierigkeiten haben mit der Fruchtbarkeit, ganz viele Paare. Sprich, wenn Sie da jemanden kennen, der Kinder haben will und es nicht schafft, EM trinken. EM, Zeolit, Vitamin D, Kokosfett. Also dass der Transhumanismus bzw. die Entwicklung in die Technologie, dass das die Fruchtbarkeit immer weiter abbaut, man ist am Ende gezwungen, künstlich zu unterstützen, sei es mit künstlicher Befruchtung, sei es mit
allen möglichen anderen Methoden, die sie sich jetzt noch schon im Labor ausdenken und die Hände reiben, was sie dann alles machen können. Und ich sehe eigentlich, die Stadt frisst die Fruchtbarkeit des Landes, der Völker, die Fruchtbarkeit der Völker sinkt. Am Ende ist diese Technologie immer davon abhängig, dass sie die Fruchtbarkeit der Natur, wie soll man sagen, kolonisiert, ausbeutet. Also da muss sie am Ende immer wieder zurück. Mit anderen Worten, wenn Sie jetzt in den Garten gehen und sagen, ich will ein etwas naturnäheres Leben führen und vielleicht nicht alles Medizinische möglich machen und das letzte 5 Jahre noch rausholen und mich sonst was optimieren, sondern im Überwiegenden von meinen eigenen Produkten leben und meine eigene Familie und Kinder und halbautarke Dorfgemeinschaft haben, am Ende wird die transhumanistische technologische Gesellschaft zu Ihnen zurückkehren und sagen, ich brauche neue Kinder. Oder neue Fruchtbarkeit, weil ich kann es nicht mehr leisten, das bricht mir alles zusammen. Das ist wie mit überzüchteten Schweinen, überzüchteten Mais, überzüchtetem Getreide. Am Ende müssen sie wieder zu den natürlichen Pflanzen zurückkehren, um sich die Fruchtbarkeit wieder zu holen, weil ihre eigenen Linien so verzüchtet sind, dass sie nicht mehr funktionieren. Also, das nur das ganz große Bild, worum es, denke ich, auch in meinem Kopf jeden Tag geht, warum das so tief uns berührt. Wir sind hier nicht nur, wir wollen hier ein bisschen besser Kürbis anbauen. Ja, wollen wir auch. Aber es ist tatsächlich ein Kampf um Leben und Tod. So, EM, das ist also da eines, oder fast das Hauptgebiet, mit dem wir uns hier beschäftigt haben, mit dem ich angefangen habe, 2003. Effektive Mikroorganismen, EM, da habe ich schon 10 Jahre, wie soll man sagen, abseits des Mainstreams Wege, ne, so wie den Masanobu Fukuoka hinter mir gehabt und alles Mögliche falsch gemacht und bin dann über die EM und über den Professor Hier gestolpert. Damals war das mein Vater, der Futtermittelberater ist und Rinderbetriebe hatte, die mit EM gefüttert haben. Und dann habe ich die Bücher gelesen und gesagt, das will ich machen. Das klingt gut, das ist auch mein Job, ich war mitten im Studium. Und habe dann angefangen, EM zu vermehren, Händler zu werden, zu Landwirten zu fahren und so weiter und mit denen darüber zu sprechen. Und was ist EM? EM ist, wir haben es ja hier zu stehen, ne? Effektive Mikroorganismen. Ich habe jetzt keine Flasche hier, aber es steht ja überall um uns herum. Ist eine Entwicklung von Professor Tero Higa aus Japan. Und wie wir schon sehen werden, das ist ein ungewöhnlicher Japaner. Fast so ungewöhnlich wie der hier. Da gab es ja zwischendurch Diskussionen, hat Professor Higa wirklich EM erfunden und sonst was? War das nicht irgendeine andere Firma vor ihm? Und wenn man inzwischen weiß, was der Typ inzwischen alles gemacht hat, der hat das Erfindergen drin. Der kann nicht anders. Der ist ständig am irgendwas basteln und neu machen und definitiv, der Professor Higa. Und der war damals ein junger Landwirtschaftsprofessor in Okinawa. Okinawa ist diese kleine Insel 1000 Kilometer vor Japan, wo die Amerikaner auch einen großen Stützpunkt haben. Und das sind schon fast keine Japaner mehr, das sind schon fast so Südsee-Insulaner. Und die landwirtschaftliche Universität, er war auch von den Großeltern her landwirtschaftlich geprägt. Und hat experimentiert schon jahrelang mit Mikroorganismen in der Landwirtschaft, Sprühen gegen Krankheiten für bessere Pflanzengesundheit und weniger Düngemittelbedarf und hat Probleme entwickelt mit Pestiziden. Also da hat er wohl richtig seriöse Krankheiten gehabt, dass der Arzt schon gesagt hat, sie werden nicht mehr lange leben, so ungefähr. Also das kann nicht lange gut gehen. Multiallergisch und sowas, wegen alles Mögliche, was auch der Grund war, warum er sich dann in diese Mikroorganismenrichtung spezialisiert hat. Und kam dann darauf, er hat irgendwann mal durchgerechnet, wie lange er braucht, um auch nur die wichtigsten Mikroorganismen durchzutesten, die er so meinte, die sind ganz sinnvoll für Pflanzen. Und er kam dann darauf, dass er dafür ungefähr 2000 Jahre braucht. Wenn er also auch nur einen Überblick darüber bekommen will, wenn er da die Mikroorganismen, die er jetzt persönlich im Labor schon kennt und gerne mal testen würde, wie lange er da braucht, dann hat er gesagt, das kann es nicht sein. Und dann hat er einfach eine lange Liste gemacht und alles weggestrichen, was er dachte, das ist so ähnlich. Am Ende hatte er irgendwie so 80, 100 Arten
von Mikroorganismen, die er alle in einen Topf geschmissen hat und damit gearbeitet hat. Und das Spannende war, was man merken konnte, die kannten sich. Die Mikroorganismen haben plötzlich nach dem Zusammenmischen eine Symbiose ausgebildet und sich gemeinsam vermehrt. Das war spannend. Also da, die schienen sich vorher irgendwie schon gekannt zu haben. Und ja, dann hatte er auch sehr stabile Erfolge, Fruchtbarkeit gegen Pflanzenkrankheiten. Was er da entdeckt hat, ist Sauerkrautsaft. Also jahrelang geforscht, Labor, Mikroorganismen, alles Mögliche, aber am Ende hat er ein Grundprinzip der Natur entdeckt, wie vor ihm schon viele andere, wie Herr Kanne von Kanne Brottrunk, wie der Gründer des Biolandbaus, wie hieß er nochmal, mit dem Buch Bodenfruchtbarkeit, der damals schon Symbioflor entwickelt hat. Das war eine Mikroorganismenmischung für die Landwirtschaft, in den 50er, 60ern hat er die entwickelt. Und schon Rudolf Virchow hat gesagt, man soll die Krankenzimmer mit Sauerteigkrümeln ausfegen. Also er hat entdeckt, was in unserer Kultur eigentlich, und auch in der japanischen, gerade in der japanischen, die fermentieren alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, was da ganz, ganz durchdringend ist, er hat dieses milchsaure Sauerkraut-Sauerteig-Prinzip entdeckt. Und das ist ein Grundprinzip in der Natur und wir haben es in der Lebensmittelverarbeitung an ganz vielen Orten und normalerweise ja eben nicht, indem wir mit dem Labor hingehen und ein Milchsäurebakterium reinmachen, so ist der Sauerkraut heute, aber normalerweise eben mit den Mikroorganismen, die auf dem Sauerkraut, auf dem Kohl meinetwegen sitzen oder beim Sauerteig auf dem Korn sitzen. Das ist die Mikrobiologie, die sich dann spontan zusammenfindet zu dieser milchsauren Mikrobiologie. Und das ist typischerweise praktisch immer eine Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien und weiteren Arten, so wie sie in der Natur vorkommen. Also das kann eine sehr breite Mischung sein, aber es sind immer diese Grundlagen sind dann Milchsäurebakterien, Hefen und begleitende Arten. Wenn die Natur im aufbauenden Prinzip arbeitet, dann kommen diese Gruppen so zusammen und arbeiten gemeinsam und in dieser gemeinsamen Arbeit dann auch besonders effektiv, viel effektiver als die einzelnen Organismen. Was gibt es für Beispiele, wo passiert das? Der Regenwurmdarm arbeitet genau mit der gleichen Mikrobiologie. Milchsäurebakterien, Hefen, begleitende Arten, Strahlpilze. Der Pansen der Kuh, der einzige Grund, warum die Kuh Gras fressen kann, ist, dass sie EM im Bauch hat. Also Milchsäurebakterien, Hefen und begleitende Arten hat, die das Gras verdauen. Die hat ja 38, 39 Grad, gepufferten pH-Wert, kaut das vor, da sind noch ein paar Enzyme dabei, aber die Mikroorganismen, die feiern da feste da drin. Der Pansen der Kuh ist so groß wie eine Badewanne und kann innerhalb von einem Tag aus eigentlich unverdaulichem Zellulose-Gras, die können ja Pappe fressen. Also ich habe indische Kühe gesehen, die mir den Pappcontainer weggegessen haben. Und daraus dann entsprechend mit ihrem Pansen Energie gewinnen. Aber nicht, weil sie das selber können, sondern weil sie ihre Mikroorganismen im Bauch haben. Das sind genau die gleichen Mikroorganismen. Wir finden das Gleiche in fruchtbaren Waldböden. Da, wenn das so fruchtig riecht, wenn man das so hochnimmt, Humusböden, dann haben wir eigentlich genau die gleiche Mikrobiologie wie diese Milchsäure-Hefen-Mikrobiologie. Tatsächlich noch ein Stück komplexer in den Böden. Die Böden sind immer das Komplexeste an Mikrobiologie, was es gibt. Alles andere ist dann eine Reduktion dieser Bodenmikrobiologie. Und der hat da also nichts Wildes gefunden, der Professor Higer. Ist auch nicht viel besser als irgendwie ein eigen hergestellter Sauerteig, sag ich mal. Wenn das gleichmäßige Qualität, okay, gute Konzentration, aber im Wesentlichen kann EM jeder in seiner Küche herstellen. Wenn er diesen Wunsch hat, tatsächlich, wo Sie heute bei unserem Seminar sind, kann ich ein Geheimnis verraten. Sie können ein vollwertiges EM herstellen, indem Sie einen EM-Ansatz machen und statt einer Starterkultur von uns oder Emiko zu kaufen oder so, machen Sie da Humuserde rein. Gute Humuserde. Also ja, in Korea sagt man, gehen Sie auf den nächsten Berg und holen sich da Laub und Humus. Hier würde ich sagen, ja, der nächste sehr gute Humusbereich, den ich kenne, ist der Sonnenberg, heißt der bei Parchim. Ne? So, der ist da ist richtig guter Boden, richtig schöne Buchenwälder.
Also wenn man da einen Eimer Humus mitnimmt und dann einen 1000 Liter Container mit einem EM-Ansatz, Melasse, Wasser, eine Woche warm halten, 37 Grad Celsius, werden Sie EM haben. So, wir machen das nicht so, weil wir zu faul sind. Wir kaufen die Starterkultur in guter Qualität von den entsprechenden Firmen, mischen die und vermehren die. Aber das wäre im Grunde die Möglichkeit, wenn man das völlig autark machen will. So, dann gucken wir uns mal die Mikronismen noch mal im Einzelnen an. EM, achso, genau, was war die, was war denn nun die große Leistung von Professor Hieger, wenn die Mikroorganismenmischung trivial ist und alle möglichen anderen haben die vorher auch schon gefunden? Die erste große Leistung, die ich sagen würde, die er gemacht hat, war, dass er das mit Melasse vermehrt hat. Ja, kleiner Trick, aber Melasse ist ein Spitzenstoff. Melasse ist der Abfallstoff von der Zuckerindustrie, aber in Wahrheit ist der Zucker der Abfall und die Melasse das Gute. Und die ist hochkonzentriert, also im Grunde nimmt man diesen Zuckerrohr oder Zuckerrübensaft und kocht den und kocht den und kocht den und schöpft das Zucker ab und schöpft den Zucker ab. Und diesen einfachen Zucker, der kaum Mineralien, Aminosäuren und irgendwas enthält, ganz einfachen Zucker, den schöpft man die ganze Zeit ab. Und was übrig bleibt, ist hochkonzentriert Mineralien, Aminosäuren und komplexe Kohlenhydrate. Also da ist auch noch einiges an Zucker drin und die Mikroorganismen lieben Zucker. Aber die wollen eben nicht nur Zucker, die wollen auch ein bisschen Mannatose und wie die anderen. Also diese anderen Zuckerformen, Kohlenhydrate, die etwas schwerer verdaulich sind, wo sie spezielle Enzyme brauchen, wo sie sich ein bisschen für anstrengen müssen, die mögen die auch. Und die sind eben in der Melasse in großer Komplexität vorhanden. Also Melasse ist ein genialer Stoff und billig, billiger als Zucker. Also, naja, zwischen, es kostet jetzt ungefähr so viel wie Zucker. Aber interessanterweise, weil die westliche Welt und die ganze Welt so viel Zucker isst, kann man also seine Melasse vom Tanker in Bremen kaufen und die ist günstiger, als wenn man Zucker im Supermarkt kauft. Ja? Vielleicht kommt eine dumme Frage, keine Ahnung, also, aber das muss Zuckerrohrmelasse sein, also diese Rübenzuckergeschichten. Im Grunde geht es mit Zuckerrübenmelasse auch. Mein Vater hat das lange mit Zuckerrübenmelasse vermehrt. Der Punkt ist, die Zuckerrübenmelasse ist ja eine Rübe, wächst im Boden, hat richtig viele basische Mineralien, was eigentlich gut ist, aber für die Haltbarkeit von EM nicht ganz so gut ist, weil da wird es nicht so sauer. Also der pH-Wert von Zuckerrübenmelasse im EM bleibt ungefähr bei 3,8. Der pH-Wert von Zuckerrohrmelasse, EM Zuckerrohrmelasse ist von vornherein schon ein bisschen sauer und der geht auf 3,5 und tiefer runter, 3,2. Und das ist dann richtig schön stabil, Monate, Jahre lang. Während die Zuckerrübenmelasse, die muss man dann schon innerhalb von ein paar Wochen verbrauchen. So, also im Grunde kann man es auch mit Zuckerrübenmelasse machen, ist, wenn man es zur Verfügung hat und es schnell verbraucht, ist das eine schöne Sache. Jawohl, okay. Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien, unsere ganz einfachen Alleskönner, die sind überall, auch im Boden, auch auf unserer Haut. Also man denkt, sie sind nur anaerob oder nur im Joghurt oder so oder in der Milch. Nein, nein, die sind da das erste Mal gefunden worden. In der Milch oder in dem Joghurt oder so. Aber die gibt es überall. In unserem Darm, an den Pflanzenwurzeln, in der Luft, auf dem Kohl, wo immer man in der Natur guckt, findet man ganz viele Milchsäurebakterien. Und die machen im Wesentlichen Zucker zu Milchsäure. Deswegen haben sie ihren Namen. Milchsäure hat fast genau die gleichen Energiegehalt wie Zucker. Also die brauchen ganz wenig Energie, also verbrauchen wenig Energie von ihrem Nahrungsstoff, setzen ihn um und produzieren dabei noch jede Menge Antioxidantien und Enzyme und ihre eigenen Proteine und so weiter. Dann haben wir die Hefe. Das ist diese ganz normale Bio- und Bäckerhefe. Da gibt es ein bisschen auch eine gewisse Bandbreite. Aber so wie sie auch in der Lebensmittelindustrie oder Lebensmittelverarbeitung oder im Sauerteig oder wie eingesetzt wird. Und die macht im Wesentlichen Zucker zu Alkohol mit nebenbei CO2. So, und kann aber eben noch viele verschiedene, also andere Sachen essen. Kann nicht nur den reinen Zucker essen, die hat auch schon ein breiteres Nahrungsspektrum. Und interessanterweise ist in EM nicht viel Alkohol drin. Also da geht es, wir reden vielleicht von 0,1% Alkohol oder sowas, also sehr, sehr wenig. Weil die Lösung milchsauer dominiert ist. Also oder die Milchsäurebakterien
nehmen irgendwie noch den Alkohol und wandeln den weiter um in Essig zum Beispiel. Es gibt ja Essigbakterien, die wir teilweise noch in der EM machen. Also wir haben da keinen Alkohol drin, aber wenn mal dieser Effekt auftritt, dass das EM dann stark schäumt, stark unter Druck steht, dann ist das meistens die Hefe, die ein bisschen stärker gekommen ist. Wenn Gewitter ist oder wenn es ganz heiß ist oder stark durchgeschüttet wird, dann ist das die Hefe und die Hefe macht den Sekteffekt, produziert Gas, CO2 und ein bisschen Alkohol. Ist aber trotzdem noch genauso verwendbar. Das ist jetzt nicht, dass es dann hier nicht wird. So, dann haben wir die Photokinesebakterien, das sind die Lieblinge von Professor Higa. Die sind interessant, die haben ein riesiges Genom, die haben ein richtiges Genom im Gegensatz zu anderen Bakterien, die haben nur so ein bisschen frei fließende genetisches Material drin, wo ihnen gesagt wird, was sie da für Stoffe produzieren können oder so, aber die haben schon richtig so wie wir, richtig zwei Art Chromosomen, also richtig dickes Genom und die können alles mögliche. Die können Steine fressen, die können atmen, die können fermentieren, die können Photosynthese machen, und zwar nicht nur mit grüner, mit normalem Licht wie die Pflanzen, indem sie Wasser aufspalten, sondern die können Photosynthese machen mit Infrarot, mit Radioaktivität. Also das sind schon ziemlich Alleskönner. Und fressen Giftstoffe ohne Ende, also in stinkender Gülle findet man die manchmal. Oder wenn so ein Teichwasser, in Salzwasserseen zum Beispiel, wenn man da so diese rote Farbe von den Flamingos, oder erstmal ja von den Algen, und die Flamingos fressen die Algen und dann werden sie rosa, das sind die hier. So, also das sind die Photosynthesebakterien, die sind schon spannend. Und ja, in der Symbiose können die sich eben um Sachen kümmern, Giftstoffe abbauen, Vorprodukte liefern, die interessant sind. So. Ja, Chemie können wir abkürzen, so viel Zeit haben wir nicht. Habe ich schon gesagt, Atmung, also die Milchsäurefermentierung, das ist immer Zucker zu Milchsäure. Und zwar ohne Verluste, also es geht kein Stoff verloren und es ist fast noch die ganze Energie drin, die brauchen nur 3% der Energie und machen dann nebenbei noch Vitamine und alles Mögliche. Dann haben wir den anaeroben Abbau, die Fäulnis. Das ist das, was in der Biogasanlage passiert und wenn in der Gülle mitunter und wenn so ein Teichschlamm fault oder so, dann ist das der Prozess hier, da haben wir auch Zucker, der wird anaerob ohne Sauerstoff aufgespalten zu Methan und CO2 und das Methan ist das, was wir dann zum Beispiel in der Biogasanlage auffangen und verbrennen. Aber dabei entsteht eben auch Ammoniak, dabei entsteht Schwefelwasserstoff, also auch Giftstoffe richtig. Da verlieren wir Nährstoffe, da verlieren wir ganz viel Energie. Und dann haben wir, also das ist ein Prozess, den wir als Menschen vermeiden sollten, der ist für uns sehr negativ. Da fühlen sich dann auch ganz Menge Krankheitskeime wohl, Clostridien, Salmonellen, das ist ihr Bereich. Und dann haben wir die Atmung, wieder Zucker plus Sauerstoff, komplette Veratmung zu CO2 und Wasser. Das ist das, was oftmals im Kompost passiert, beziehungsweise spätestens wenn der normale Kompost zwei Jahre auf dem Beet war, dann ist er verschwunden, dann ist das passiert. Alles ist veratmet zu CO2 und Wasser. Was an Nährstoffen da ist, Stickstoff oder Schwefel oder so weiter, wird mineralisiert, also teilweise löslich überführt, sodass es im Boden Wasser dann von den Pflanzen aufgenommen wird. Was sie aber eigentlich gar nicht so gerne mögen. Die Pflanzen mögen eigentlich lieber die Nährstoffe in Form von noch nicht komplett mineralisierten Aminosäuren aufnehmen. Also wir haben ja die Proteine, da sind die ganzen Nährstoffe drin, Stickstoff, Phosphor, Kali und so weiter. Wenn irgendwo was drin ist, dann in diesen Aminosäuren. Und das baut die aerobe Atmung komplett um. Mit Sauerstoff baut die das komplett um in lösliche Mineralien, aber die gehen dann auch schnell verloren. Und das möchte die Pflanze eigentlich gar nicht, weil sie braucht viel Energie, um das wieder aufzubauen zu Eiweißen, zu Aminosäuren, Eiweißen und so weiter. Während, wenn das hier in der Milchsäurenfermentation umgesetzt wird, dann haben wir immer noch die Aminosäuren so fast fertig einbaufähig für den Körper, beziehungsweise die Pflanze, und die nehmen das auch auf. Die können die Aminosäuren so aufnehmen und sparen ganz viel Energie, dann wachsen die quasi im Schatten. Und brauchen nicht so viel Blattmasse und so viel Photosynthese, um die gleiche Menge an Ernte oder Ertrag zu bringen. So, das ist noch ein schönes Ding.
nachdem Professor Higer also dieses System, achso, eine zweite Sache oder eine andere Sache, den Professor Higer dann sehr hoch anrechnet, neben der Melasse, und dass er ein stabiles EM geschaffen hat, was viele Monate, wenn nicht Jahre haltbar ist, ist, dass er sehr schnell auf den Trichter gekommen ist, das nicht nur für den Boden und für die Pflanze zu verwenden. Also das war ja sein Anfang, er hat das im Obstgarten, also für Baum und Gemüsekulturen und Reis hat er das versucht einfach zu sprühen oder zu wässern. Und das hat auch sehr gut funktioniert teilweise mit sehr hohen also Einsparungen von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln und guten Erträgen und so weiter. Aber er ist ganz schnell auf die Idee gekommen, sich aus seinem eigenen engen Feld zu lösen und zu sagen, gucken wir mal, was passiert, wenn ich damit einen Boden saniere. Also verseuchte Böden waren damals ein Thema mit Dioxin und anderen. Und was passiert, wenn ich da EM drauf mache und siehe da, die Giftstoffe bauen sich ab. Was passiert, wenn ich EM in einen Bach mache, der total verschlammt und verseucht ist? Hat er da tausende Liter Container, also 1000 Liter Container mehrere an den Bachlauf gestellt, hat das da reingetropft und konnte dann zeigen, guck mal, ab dem, ne, hier hatten wir keinen Schlamm mehr, die Steine sind sauber, da haben wir ein ganz anderes Muschel- und Pflanzenwachstum. Biologische Qualität des Gewässers wird viel besser und eben klarer, das Wasser. Anwendung in der Kläranlage, Anwendung, Einspritzen von EM in Abgas. Abgas, Müllverbrennungsanlagen, die teilweise Dioxin und dergleichen produzieren, hat er das in Abgas eingesprüht, mit dem Effekt, dass die Abgaswerte deutlich besser wurden. Auch so eine Idee muss man erstmal kommen. Warum in Gottes Namen sollte man Mikroorganismen in Abgasstrom sprühen? Warum sollte man Mikroorganismen in Keramik einbrennen? Also er hat dieses Prinzip erkannt, gemerkt, Mensch, das ist nicht nur Mikrobiologie, das ist Antioxidation, das ist auch eine gewisse Schwingung. Er spricht immer von diesen, am Anfang hat er von Gravitationswellen gesprochen, jetzt sprechen wir so von EM-Energiefeld. Und er hatte überlegt, wo kann man das überall noch einsetzen und ist da ganz schon vor 40 Jahren auf die Idee gekommen, das eben in diesen allen möglichen anderen Bereichen auch einzusetzen. Also das war relativ schnell. Zum Beispiel die EM-Keramik, die kam dann aus der Beschäftigung mit Gewässersanierung, also eben Kanäle und Flüsse, die er da mit EM beimpft hat, mit 1000 Liter Containern am Ufer und sich überlegt hat, haben wir irgendwie eine Möglichkeit, dass wir da nicht ständig die Container an den Ufer stellen und die ganze Zeit EM reinbusieren, können wir vielleicht irgendwie einen Schwamm, einen Ziegel, Holzkohlen, porige, irgendein Material, wo die sich drin ansiedeln, dass das dann immer da rauswaschen kann, dass ich das nicht ständig hier zudosieren muss. Und das hat alles nicht funktioniert, das wurde alles relativ schnell ausgewaschen im Wasserstrom. Und dann hat er, weil er gleichzeitig experimentiert hat mit der Frage, wie viel Grad können eigentlich die Mikroorganismen ab? Und in einem seiner Bücher schreibt er, glaube ich, dass er da die bis auf 800 Grad erhitzt hat, unter ganz bestimmten Bedingungen, komplett anaerob und speziell die Photosynthesebakterien und es geschafft hat, die danach wieder zu kultivieren. Ist irgendwie bei uns in der Wissenschaft noch nicht angekommen. Aber aus dieser Überlegung heraus kam dann, was passiert, wenn ich die einfach mal einbrenne in Ton, in Keramik. Und so ist dann die EM-Keramik entstanden, die nicht ganz den Effekt hat, dass man gar nichts mehr mit EM machen muss. Also wenn man das in so einen Wasserstrom hängt, das Wasser verändert sich, kriegt eine andere Struktur, die Pflanzen nehmen das besser auf, es hat weniger Fäulnisprozesse und so, also es hat schon diesen Effekt, aber man braucht trotzdem noch die lebenden Mikroorganismen jetzt in so einem Bach oder so. Ganz dein Problem hat er damit nicht gelöst, aber er hat plötzlich ein völlig neues Anwendungsgebiet, so wie wir wahrscheinlich in all unseren Wasserflaschen, die wir hier stehen haben, EM-Keramik haben, in unseren Tonnen EM-Keramikpulver und so weiter, Regentonnen, das kommt daher. So, und ein anderes Prinzip, was er aus der Praxis erkannt hat, war das Dominanzprinzip, nämlich dass bei Mikroorganismen so ungefähr das gleiche gilt wie bei den Menschen. Wir haben eine kleine Menge, also die allermeisten Menschen sind Mitläufer oder die allermeisten Bakterien. Mikroorganismen sind Mitläufer und haben tatsächlich nicht einen festen Plan, was sie machen. Sie können Milchsäure fermentieren und Vitamine produzieren und so weiter, können aber auch umschalten und Abbau betreiben, oxidieren und Giftstoffe produzieren. Also viele Bakterien können beides, E. coli ist ein klassischer Fall, die beides können.
Auch Clostridien sind erst giftig. Das Clostridien können ja dieses Botulinumtoxin produzieren. Botulinum ist, ja, wenn die Leberwurst kein Nitrit drin hat und sich die Leberwurstschachtel wölbt, dann waren die Clostridien da, haben Botulinum, dann können sie von einer Leberwurst sterben. Ein ganz, ganz krasses Nervengift, da gibt es dann auch in der Landwirtschaft Probleme, wenn die vielleicht ein Silagefutter haben, was damit verseucht ist, oder eine Wiese, dann kippen die Pferde um und sind tot oder kriegen Nervenkrankheiten oder die Kühe und so weiter. Also das ist tatsächlich ein Gift unserer Zeit, nicht zuletzt, weil man mit Botox, Botulinumgift, auch seine Nervenzellen und Muskelzellen leben kann und dann etwas jünger aussieht, wenn man das ins Gesicht spritzt. In der richtigen Menge. Genau, also die meisten Mikroorganismen sind Mitläufer und richten sich nach dem, was die Masse macht. Und dann haben wir einen kleinen Anteil von Mikroorganismen, die sind dominant negativ. Und dann haben wir einen kleinen Anteil, vielleicht 5% oder noch weniger, die sind dominant positiv. Und die bestimmen eigentlich, wo lang es geht. Wenn wir ein Übermaß von denen haben, dann laufen die alle anderen hier mit. Und wenn wir ein Übermaß von denen haben, dann laufen alle anderen hier mit. Deswegen ist so ein Mikroorgan, Mikrobiologie ist auch eine Ökologie. Ist wie so ein Wald oder eine Wiese oder ein Ökosystem, was als Ganzes einen Charakter hat, dass es in eine positive oder negative Richtung laufen kann. Vielleicht sagen wir mal in Richtung Wüste oder in Richtung fruchtbarer Wald. So wie ein Ökosystem auch. So, komm her. Das war eine Beobachtung aus der Praxis, dass das so funktioniert. Und eine Beobachtung war auch, dass es eben kippen kann, wie so eine Wippe. Und da können Sie sich dann mal überlegen mit dieser Wippe, das ist eigentlich ein schönes Bild, welche Maßnahmen, die ich mache, haben welchen Effekt. Wo sitzen die auf der Wippe? Zum Beispiel, viele unserer landwirtschaftlichen Böden kriegen faulende Gülle, kriegen Kunstdünger und so weiter. Und also ganz viele Maßnahmen, die folgendes krankheitserregende Mikroorganismen unterstützen oder fördern. Und dann kippt die Wippe eben in die Richtung. Und wenn wir in dem Zusammenhang EM anwenden, dann kann die Wippe eben in die andere Richtung kippen, in die positive Richtung. Und der Punkt ist, desto öfter wir da positive Mikroorganismen einsetzen, desto länger wir das machen, da kommt es oftmals gar nicht darauf an, dass wir ganz viel machen. Das reicht teilweise kleine Mengen gut verteilt. Ab und zu mal, das hat dann schon den Effekt, dass es immer stabiler in diese Richtung geht. So, und jetzt, ich mache durch und stelle eine Frage, auf welche Seite der Wippe gehört das, was ich jetzt sage? Fangen wir an mit Umgraben. Wer würde umgraben hier bei den, auf die negative Seite kommen oder auf die positive Seite? Auf die negative Seite, okay. Ja, also Umgraben, was macht Umgraben? Umgraben zerstört die Bodenschichtung, zerstört einen Großteil der Mikrobiologie, einen Großteil des Bodenlebens. Warum machen wir das überhaupt? Ist ja verdammt anstrengend. Wir machen das im Wesentlichen zur Unkrautkontrolle. Ein bisschen Bodenauflockerung, aber wie sich herausstellt, die große Bodenauflockerung braucht man normalerweise nicht. Es ist im Wesentlichen Unkrautkontrolle, weil wir die Pflanzensamen und die Pflanzenteile von dem Unkraut nach unten bringen, so wie der Bauer flücht. Also verringern wir das Leben, die Lebendigkeit und bringen viel Sauerstoff in den Boden, was viel Organik abbaut. Das kann sogar eine positive Sache sein, wenn der Boden fault. Wenn man also gerade eine faulende Gülle gehauen hat, meinetwegen, und dann Sauerstoff reinbringt, dann bauen wir zumindest diese Fäulnisstoffe ab. Haben zwar auch keinen Humus, aber zumindest nicht mehr diese Fäulnisgifte. Im Normalfall ist es aber negativ, es verbrennt uns das Bodenleben. Also, ja. Was nehmen wir als nächstes? Sagen wir mal Pflanzenschutzmittel oder Pestizide in der Landwirtschaft. Negativ, ja. Richtig, ja. Tatsächlich, Glyphosat zum Beispiel ist ein Antibiotikum. Und ein spezifisches Antibiotikum für gute Mikroorganismen. Also es schädigt nicht die Clostridien und die schlechten, sondern es schädigt die guten Mikroorganismen. Deswegen, wenn man solche Pestizide einsetzt, immer mit 5 Liter auf dem Hektar bis 10 Liter auf dem Hektar EM dazu, damit das gleich ausgeräumt wird. Wie wäre es das nächste? Kompost.
eine Anwendung von Kompost. Positiv oder negativ? Auf welcher Seite kommt das runter? Positiv, ja. Hängt vom Kompost ab. Also wenn das ein Kompostwerk Sonnenerde in Österreich ist, von dem Gerald Dunst, der sehr oft wendet, der nimmt auch kein EM, aber der wendet es sehr oft, guckt, dass es nicht, dadurch nicht fault, dann nimmt da auch Kohle rein und so, aber vor allen Dingen dieses oft wenden, dass es eben gar nicht erst in die Fäulnis gerät, dann ist Kompost positiv, Pflanzenernährung, bringt Nährstoffe rein, Humus. Ein Kompost, der aus einem klassischen Kompostwerk kommt, wo die sich nicht viel Arbeit machen, weil ich will im Grunde nur Abfall beseitigen, aber was da am Ende von Produkt draufkommt, ist mir ziemlich egal. Die Landwirte schenke ich das und dann ist gut. Das kann dann auch Fäulnis enthalten und negativ sein. Kann man umdrehen, indem man da ein bisschen EM mit reinwässert und vielleicht ein bisschen Kohle mit runtermischt. So, was haben wir noch für Sachen? Sagen wir mal eine Gründüngung. Also Senf anbauen oder Roggen oder irgendwas. Positiv. Ja, und da tatsächlich wüsste ich jetzt nicht, wie man das negativ beurteilen kann. Aber es gibt natürlich Gründüngungsmischungen, die besser sind als andere. Senf ist eigentlich relativ langweilig, macht nicht viel mit dem Bodenleben, mit den Bodenorganismen. Aber was die Pflanzen machen, Pflanzen pumpen die ganze Zeit Zucker in den Boden. Wir denken ja immer, die machen den Zucker und bauen sich da auf. Ja, machen sie auch. Aber 30%, also fast ein Drittel ihrer Photosyntheseleistung, ihrer kompletten Leistung, die sie an Zucker produzieren, geht direkt runter in die Wurzel und wird an der Wurzel abgegeben an Mikroorganismen. Der Klassiker sind die Mykorrhiza, die direkt als Pilze in Symbiose leben. Aber genauso ist die Pflanzenwurzel dicht an dicht besetzt mit Milchsäurebakterien. Also da geht es um Größenordnung. In 10 Mikrometer Abstand von der Pflanzenwurzel haben wir über das reicht gar nicht, 100 Milliarden Milchsäurebakterien oder Bakterien pro Gramm. Wenn wir 5 mm weg sind, haben wir das Normale, dann haben wir 1 Milliarde. Also in der Nähe der Pflanzenwurzel haben wir ein 100 bis 1000-faches an der Konzentration an Mikroorganismen. Dass der Dietmar Neser, der Entwickler der regenerativen Landwirtschaft, sagt, inzwischen müssen wir eigentlich sagen, das Bodenleben ist an der Pflanzenwurzel. Wir brauchen nicht davon reden, dass das Bodenleben im Boden ist. Ja, da ist auch Leben, aber wenn wir davon reden, wie findet denn die Action statt, die Lebendigkeit, das ist direkt an der Pflanzenwurzel, da geht es richtig ab. Ja? Aber ist das denn nicht auch umgegraben? Bitte? Wenn man Gründungen drauf macht, kriegt man das denn nicht eigentlich um? Oder ist das jetzt in den Wurzeln? Na, erstmal die Maßnahme für den Boden, grüne Pflanzen, pumpen Zucker in den Boden, züchtet für sich die guten Mikroorganismen, das sind ja dann auch spezifische Mikroorganismen, die nicht irgendwelche, die züchten, sondern für sich selber positive Mikroorganismen. Das ist erstmal ganz klar positiv, keine Frage. So, dann ist die Frage, was machen wir damit? Und da gibt es dann verschiedene Verfahren. Der Klassiker von der regenerativen Landwirtschaft ist die Flächenrotte. Man kann das natürlich umgraben, dann hätte man vielleicht wieder ein Problem, dass man sogar Fäulnis produziert, weil man organisches Material so tief in die Erde bringt, keinen Sauerstoff hat und das dann vielleicht fault. Der Klassiker wäre, das oberflächlich abzuhacken, vorher mit EM zu gießen und dann oberflächlich abzuhacken. Beziehungsweise in der Landwirtschaft, da gibt es dann auch ein Foto nachher, vorne sprühen, hinten eine flache Schälung machen und verwursteln und dann sogenannte Flächenrotte. Das ist das ganze Material mit EM verbunden. Das ist wie so eine Mulchschicht letztendlich drauf liegt. Genau, das ist dann oberflächliche Mulchschicht, die dann gleich am Verrotten ist. Ja, und da kann man dann drin ziehen. Jawohl? Ich habe gehört, einige Gärtner nehmen Schlachtabfälle oder Fischabfälle und hintergraben das. Was ist das mit den Kaugummis? Sehr gute Frage. Ist das positiv oder negativ? Schlachtabfälle und Fischabfälle. Ich kenne noch die Story, ich weiß nicht, ob ich irgendwo gelesen, dass die mecklenburgischen Bauern, also in der Ostseenähe, da hieß es dann immer eine Kartoffel und ein Fisch. Wenn sie gepflanzt haben, haben sie also unter jede Kartoffel einen Fisch gelegt. Und dann sind die entsprechend viel größer gewachsen und viel schöner. Also das ist erstmal ein Spitzendünger. Da haben wir richtig Phosphor, Stickstoff und die Mikroorganismen lieben das auch umzusetzen. Blut ist das Beste, was es gibt. Aber es ist so stickstoffreich, wenn man das jetzt, wenn der eine Fisch da im Boden liegt, alles in Ordnung. Wenn man jetzt einen großen Batzen da hätte, keine Ahnung, eine ganze Leiche vergräbt, einen Hund oder was auch immer, dann kann das in Fäulnisprozesse umschlagen, weil einfach zu viel
Nährstoffe auf zu kleinem Raum sind und da nicht genug Organismen sind, die das schnell umsetzen können, dann könnte das faulen. Und da wäre dann eben die Möglichkeit, das mit EM oder Triaterra-Streu auszugleichen, dass da Material ist, was den überflüssigen Stickstoff aufsaugen kann und dass er dadurch nicht umkippt, der Boden, und dadurch Fäulnis verhindert wird und eben die Mikroorganismen zu gucken lassen. Also ich hatte auch mal ein Video aufgenommen, wo ich erklärt habe, wie ich begraben werden möchte, nämlich mit zwei, drei Sack Triaterra-Streu, einen Sack drunter, einen Sack drüber, also flach gemulcht, 30 cm tief, nicht so 2 Meter tief, da wo der Boden, Lehm und Sauerstoff hinkommt, unten drunter und oben drüber ein bisschen Triaterra streuen. Und so, dann bin ich da in einem halben Jahr komplett verrottet und das perfekte Wurmfutter, und da kann man einen Baum raufpflanzen. Ich habe das so verstanden, bitte? Man darf nicht so viel Masse auf eine Stelle stellen. Wenn man das tut, dann muss man was machen. Wenn man den einen Fisch reinlegt, ist kein Problem. Wenn man oder die eine Maus vergräbt, wenn man, keine Ahnung, kiloweise Material hat, dann sollte man da nochmal mit EM gießen oder mit Triaterra-Streu irgendwie gucken, dass man einen Impuls setzt, dass es nicht in die negative Richtung kippt von der Mikrobiologie. Hacken. Ist Hacken positiv oder negativ? Kartoffeln, Hackkultur? Ja, ich hätte auch eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel Roggen als Gründüngung anbaue und den dann ernte, ja, habe ich dann noch den Effekt von der Gründüngung? Also es bleibt ja immer die Wurzelmasse im Boden, und diese 30% Zucker, die die Pflanze die ganze Zeit in den Boden pumpt, die sind ja auch immer da. Also Roggen ist mit eines der besten Gründüngungssachen, die man machen kann, weil es den ganzen Winter grün bleibt. Wir machen jetzt gleich eine Gründung, also nicht wir, sondern in unserem Garten hier auf unserer Fläche machen wir eine Gründung mit Roggen, Erbsen und Rettich. Alles winterharte Sachen, die also den ganzen Winter über grün sind, den ganzen Winter über Zucker in den Boden pumpen, dass die Biologie hoch bleibt. Und ja, also Roggen ist eine spitzen Sache, aber natürlich in dem letzten Monat vor der Abreife macht der Roggen nichts mehr. Also der Roggen pumpt das Gras allgemein, Gräser allgemein pumpen, solange sie grün sind, klar. Aber wenn sie dann schon alle Kraft in die Samen transferieren, dann bleibt jetzt für den Boden nichts mehr übrig. Also der abreifende Roggen hat nichts mehr. Da müsste dann eigentlich unter dem abreifenden Roggen eine Untersaat stehen, zum Beispiel Weißklee oder noch deutsches Weidelgras oder sowas, eine flache Sorte, die dann dafür sorgt, dass da noch gleichzeitig Zucker in den Boden kommt. Das ist dann auch die Methode der regenerativen Landwirtschaft, dass sie für solche Untersaaten sorgen, die dann, auch wenn das nur so eine kleine Pflänzchen sind, das ist übrigens hier in der Gegend genial, das ist einer der Gründe, warum die Landwirtschaft hier noch relativ gut funktioniert, dass sie unter ihre Roggen- und Getreideanbau Schafschwingel anbauen. Und zwar, weil sie im nächsten Jahr dann Schafschwingel ernten. Also die sehen Roggen und Schafschwingel gemeinsam aus. Der Schafschwingel ist so klein darunter. Der ist kaum zu sehen. Aber das reicht aus. Der hat ein Wurzelgeflecht, der kriegt ein bisschen Zucker. Das reicht aus, um die Biologie im Boden dann oben zu halten, um die Struktur zu verbessern. Und im nächsten Jahr ist der Schafschwingel dann flächendeckend und erntbar. Also das freue ich mich immer, wenn ich hier über die Äcker gehe und sehe, dass die Schafschwingel drunter haben. Sind sie ja auch dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, nicht, dass sie das verstanden haben, sondern weil sie den Schafschwingelsamen also ernten und anbauen und für die ganze Welt verkaufen hier in der Region. Aber das ist eine ganz nachhaltige Sache für die Bodenfruchtbarkeit, kleine Gräser als Unterwuchs zu haben. Klee ist auch eine schöne Sache, aber Gräser sind scheinbar noch besser. Ups. Wie ist das? Schafschwingel? So, das wäre diese Flächenrotte, von der ich gesprochen habe. Klassiker in der regenerativen Landwirtschaft, was jetzt, ja, also bei uns ist es noch nicht so viel angekommen, aber im süddeutschen Raum, Dietmar Leser und Friedrich Wenz, die machen da Kurse, die sich die Landwirte schlagen. Und dann kommt der LDG-Vorsitzende nach Hause, also der Agrarwirtschaftsvorsitzende, und ruft uns an oder eben die Firmen in Süddeutschland und sagt, ich brauche nächste Woche 10.000 Liter Erde. Also der kriegt die Leute so begeistert, ganz normale, klassische, konventionelle Betriebe, kann denen zeigen, hier, ihr könnt Düngemittel einsparen, ihr könnt Spritzmittel einsparen, ihr müsst dafür aber was tun, nämlich solche Geschichten wie Flächenrotte. Also hier ist ein Bestand von nach der Ernte, ist hier auch so eine Untersaat,
ist eine Kultur aufgewacht. Das ist dann irgendwann im Ende September oder Anfang Oktober. Und dann will er da jetzt Wintergetreide vielleicht einsehen und macht dann erstmal eine Flächenrotte. Das heißt, er sprüht vorne EM, diesen dichten Wiesenunterwuchsbestand hier, der nach der Ernte hochgekommen ist, meinetwegen Raps. Hier vorne sprüht er EM und hier hinten ist eine 2 bis 4 mm tiefe Schälung und Bearbeitung des Bodens. Und das frische Pflanzenmaterial, die Pflanzensäfte gehen ja hier, treten dann hier aus, kommen direkt mit den Mikroorganismen in Kontakt. Das riecht eine Woche lang riecht es auf dem Acker wie Bokashi. Hat der Landwirt Wolfgang Buch, der das auch ist, ja mir verraten, also Kunde von uns. Und zieht richtig tief in den Boden an, weil es ja in die Wurzeln dann zieht und hat man sofort 30, 50 cm tief eine ganz andere Bodenstruktur, Krümeligkeit, Wasserhaltefähigkeit. Eine so eine Maßnahme, das ist diese klassische Flächenrotte. Wie lange lässt er das drauf, bevor er das neue einzieht dann? Ich glaube ungefähr zwei Wochen. Okay. Kann man das nächste einziehen. Ist dann nicht ganz weg und macht er trotzdem schon das neue rein? Ja, das zersetzt sich dann sehr, sehr schnell. Okay. Also das ist normalerweise in zwei Wochen ist da gar nichts mehr zu sehen. Das geht dann sehr, sehr schnell. Wenn man, ja, inzwischen, das ist jetzt Landwirtschaft, ganz hohe Schule, da kenne ich mich auch nur alle, ich beobachte das ja von außen, aber inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass die Direktsaat das Nonplusultra ist. Das heißt, die machen noch nicht mal das hier. Die fassen noch nicht mal den Boden an und machen da irgendwie 2 bis 4 mm irgendwas kaputt, sondern die gehen in diese Wiese rein, sehen direkt in die Wiese, es gibt so Schlitzsaatdinger, die klappen das auf, legen den Saatkorn rein, machen das wieder zu. Man sieht überhaupt nicht, dass da irgendwas passiert ist. Nach einer Woche, zwei Wochen wollen die dann rauskommen, die Keime. Dann sprüht er minimale Mengen Glyphosat auf die Fläche, aber ungefähr ein Drittel, ein Viertel von dem, was man normalerweise macht. Und direkt auf die grüne Pflanzen hier. Und dann denkt man, das kann doch nicht gut gehen. Wo ist meine Pflanze, wo ist die Kultur? Nach zwei Wochen wird das langsam braun, plötzlich stehen die Pflanzen da und die Regenwürmer explodieren in diesen Böden, weil die Regenwürmer jetzt die Arbeit machen müssen. Der macht hier die Arbeit der Regenwürmer. Wenn er das hier verwurschtelt und in den Boden einarbeitet, auch wenn es nur 2 bis 4 mm ist, das ist das, was die Regenwürmer gerne machen würden. In der Direktsaat lässt man die Arbeit die Regenwürmer machen und die haben dann bis zu 400 Regenwürmer auf dem Quadratmeter, die ihnen diese ganze Organik, die dann abstirbt, in den Boden ziehen. Bitte? Ich habe noch mal eine Nachfrage. Glyphosat ist gar nicht schlimm, wenn man es mit EM kombiniert in ausreichend. Gar nicht schlimm, ist eine andere Sache. Es ist ein Gift, aber so ist Bodenbearbeitung. Bodenbearbeitung ist schlecht und Glyphosat ist schlecht. Und wenn man abwägt, was ist am Ende schlechter? Eine ganz exakt dosierte geringe Glyphosat-Anwendung oder eine massive Bodenbearbeitung, um das Unkraut in den Griff zu kriegen, dann ist Glyphosat nicht so schlimm. Speziell, wenn man es mit EM kombiniert, speziell, wenn man es mit Direktsaatverfahren kombiniert. Das ist dann wird es richtig interessant. Also da geht die Biologie dann richtig aus. Deswegen habe ich gesagt, immer diese Wippe im Kopf behalten. Also es gibt wo landet die Maßnahme? Was ist, ne? Und da kann man sich alles Mögliche überlegen. Achso, Hacken hatte ich gefragt, haben Sie nicht gewusst. Ja, klassisch Hacken, ganz klar, negativ. Also natürlich macht das Unkraut weg. Man sagt, dass es hier diese Kapillaren zerstört. Aber viel besser als Hacken ist Mulchen. Und man kann tatsächlich daran sehen, dass auch das Pflanzenwachstum tatsächlich ein Stück weit geschädigt wird. Also wenn ein Biobauer das vergleichen oder konventionelle Bauern eine Hacke, ich habe jetzt gerade einen Bericht gesehen, wenn die vergleichen, ich habe das gehackt oder ich mache eine Unkrautkontrolle mit irgendeinem Herbizid, dann ist typischerweise das Hacken für die Kultur schädlicher als die Herbizidanwendung. Zum Beispiel. Also Hacken ganz klar negativ, was nicht heißt, dass man nicht machen muss. Wir können ja nicht alles dem Unkraut überlassen und im Kleingarten würde ich jetzt nicht sagen, Glyphosat anwenden. Dafür sind wir nicht ausgebildet, sowas zu tun. Pestizide haben im Kleingarten nichts verloren, in der Bereich, ja, da sind wir halt, da muss man schon wirklich studiert haben und das ganz, ganz exakt machen, damit man damit arbeiten dürfte. Das würde ich kein Kleingärtner empfehlen. Ich mache es auch nicht. Bitte? Nee, also ich rede von Glyphosat oder sowas. Das ist jetzt, da reden wir von der großen Landwirtschaft, wo ich sage, momentan könnte man sagen, Glyphosat mit Direktsaat ist eine interessante Variante.
im Kleingarten ist es definitiv nicht so. Da würde ich sagen, da kontrollieren wir das Unkraut von Hand mit der Hacke, mit Mulch, mit entsprechenden Varianten, Pappe, Mulch und so weiter. Das sehen wir nachher noch. Okay, ja, Frage? Ich habe das Gefühl, oben ist es lockerer Boden und ja, Da kommt so eine Schicht, die ist so hart. Und da habe ich mal extra für diesen Zweck habe ich meine Bodensonde gekauft. Ich habe Emiko, meine Großhändlerfirma, damit angeboten. Ja, das ist ein Problem bei ganz, ganz vielen Böden, dass die eine Sperrschicht haben, speziell unter der Flugsohle, dass da irgendwo in 30 cm eine ganz dichte Schicht kommt, wo die Pflanzenwurzeln erstmal auch nicht durchkommen. Da fehlen die natürlich das Wasser dann darunter und alles Mögliche, was sie da gerne an Nährstoffen holen würden. Und ja, in der Landwirtschaft macht man dann teilweise Tiefenlockerungen, gerne mit EM einspritzen. Das scheint nochmal einen richtig krassen Zusatzeffekt zu haben. Der Boden wird tatsächlich von einem Tag auf den anderen, also ich habe das in einem Bericht gesehen, auch über die regenerative Landwirtschaft, wenn der Christoph Fischer da mit den seinen Leuten da im Chiemgau macht, machen sie eine Reihe Unterbodenlockerung mit EM, dass es dann gleich mit unten mit reingesprüht wird, und eine Seite ohne, ganz einfach Unterbodenlockerung. Und dann gehen sie am nächsten Tag mit der Bodensonde hin und gucken, wo es hart. Und dann können sie alle sagen, das ist weicher. Da, wo sie EM reingesprüht haben, ist es weicher. Also es hat dann nochmal Effekte, dass man da an der richtigen Stelle den Kraut reingibt. Aber ja, im Garten Unterbodenlockerung sehe ich nicht. Wenn man da mulcht und ein Jahr wartet, dann wird es da auch locker. Man kann auch das Bodenleben bzw. bestimmte Kulturen arbeiten lassen. Der Klassiker ist Rettich. Rettich ist der perfekter Unterbodenlockerer. Der macht ja diese Pfahlwurzel und bricht das richtig auf und so. Also man kann das auch mit Pflanzen machen, die Unterbodenlockerung. Aber in der Landwirtschaft soll es wohl manchmal ganz sinnvoll sein. Also da gibt es dann ganze Wissenschaften darüber, an welchem Punkt man dann Unterbodenlockerung macht und welchen nicht. Da muss man dann die Leute fragen. Da bin ich dann schon ein Stück weit überfragt, ob das dann wirklich nötig ist. Ja, also die regenerative Landwirtschaft, ich habe schon ein paar Mal gesagt, nach welchen Prinzipien die so arbeitet. Flächenrotte ist eines der Hauptsachen. Eine Sache, die auf jeden Fall auch machen, ist Nährstoffe ausgleichen. Das heißt, wenn Calcium, Stickstoff, Schwefel, Phosphor oder so fehlt, dann dürfen die das auch im Bioanbau nachdüngen, und das machen die auch. Und das hat Effekte, und die kommen mit Flächenrotte, mit immergrünem Bewuchs, mit Blattsprühung, mit EM oder Komposttee, kommen die auf konventionelle Ertragshöhen. Teilweise komplett ohne Kunstdünger. Aber auf jeden Fall können sie den stark, stark reduzieren. So. Ein ganz großes Thema in EM ist ja nochmal Gesundheit. Ich nehme an, das wird Sie auch hier viel interessieren, was es mit EM und Gesundheit auf sich hat. Dazu nehme ich immer mein Faultier. Also das war das Faultier im Schweriner Zoo. Und zwar, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her oder so, da waren wir mal mit dem Schweriner Zoo-Direktor unterwegs und haben uns so unterhalten, was kann man hier mit den Gewässern machen, die stinken, wir haben ja immer ganz viele Wasservögel und Schwierigkeiten mit Schlamm und müssen das jedes Jahr ganz aufwendig sauber machen. Und so, da hatten wir also mit ihm gesprochen und ich sage, außerdem hilft es gegen Durchfall. Ach, hilft gegen Durchfall? Wir haben dann Faultier, das soll nächste Woche eingeschläfert werden. Die Mutter ist schon gestorben, wir haben alles probiert, Joghurt, Heilerde, aber es wirkt alles nichts. Hat keinen Zweck mehr, das wird jetzt eingeschläfert. Aber ich probiere das nochmal. Da habe ich ihm eine Flasche EM in die Hand gedrückt. Wie ich dann später erfahren habe, war das ein Drama. Die haben das mit 3 Pflegern festgehalten, um ihm dann oben 3 Tropfen EM reinzuwirken. Traumatisch für das Tier. Aber es hat sofort gewirkt. Hat erstmal 3 Tage keinen Kot abgesetzt. Also ein Faultier scheiße normalerweise nur alle 14 Tage. Wenn es jeden Tag auf Toilette muss, dann hat es ein großes Problem. Das ist eben auch so wie ein Kuhpanzen, aber nicht so gut gesteuert wie ein Kuhpanzen, sondern die ist ja normalerweise, hängt dann im Regenwald, isst frische Blätter, Früchte und sowas und hat eigentlich dadurch eine sehr gute Mikrobiologie im Darm. Aber nicht, weil es sich selber steuert, sondern weil es draußen herum eine gute Mikrobiologie hat. So, und natürlich, wenn das im Zoo dann halb verfaulte Blätter kriegt, oder ist eben nicht so gut die Mikrobiologie im Zoo, dann kann das da schnell entgleisen, und so war es ja auch. Und wie gesagt, die Mutter war schon dran gestorben. Also es ist bekannt, dass es eine tödliche Erkrankung war, und die sollte schon eingestellt werden.
So, also es hat war sofort besser, hat sofort erstmal keinen Durchfall mehr gehabt. Und irgendwann haben sie dann rausgefunden, wir müssen uns das gar nicht so schwierig machen. Die zerdrücken eine Banane mit EM drauf und füttern das und dann funktioniert das ganz ohne Festhalten. Gut, das, ja, so stellen sie sich dann eben an. Das halt, Medikament muss irgendwie rein in den Kopf. Das hat dann drei, vier Jahre gedauert, dann war das komplett gesund. Nach ein, zwei Jahren haben die das getauscht mit dem Hannoveraner Zoo, was man nur mit komplett gesunden Tieren macht, weil sie dann die Genetik aufrechterhalten wollen. Und so. Also ist leider nicht mehr im Thüringer Zoo. So, aber es ist, das war die Story mit dem, ja, mit dem Faultier. Und dann haben wir eine ähnliche Story haben wir mit Elchen gehabt, hier in Großraden. Freilich nur sehr in Großraden, da wo die Slavenburg ist, da hatten sie auch ein paar Elche, die hatten die Wasting Disease, also im Grunde das gleiche Durchfall, wurden immer kleiner, immer schwächer. Und die haben geraspelte Möhren mit EM bekommen und die haben jahrelang bei uns EM gekauft, immer mal wieder 20 Liter. Denen ging es dann auch gut, weil ich glaube, jetzt haben die keine Elche mehr oder jedenfalls haben sie irgendwann aufgehört, EM zu kaufen. Ja, also das ist so bei den Zootieren ganz, ganz witzig, aber im Grunde jedes Tier, sei es eine Biene, sei es der Mensch, Hunde, Katzen, Rinder, Schweine, kann man wunderbar mit EM füttern. Das ist eben wie Sauerkrautsaft fermentiert, bringt wie Probiotika große Mengen guter Mikroorganismen in die Verdauung. Und das ist sowohl bei uns wie bei den Tieren so, dass die eigentlich darauf angewiesen sind, dass jeden Tag große Mengen gute Mikroorganismen in die Verdauung kommen. Nur dass sie das im Zoo oder in der Stallhaltung oder bei uns Menschen mit unserer modernen Höhlenhaltung mit Kühlschrank und Industrienahrung, dass wir da alles ist sterilisiert, abgekocht, pasteurisiert, gekühlt, Konservierungsstoffe, uns fehlen die Partner in der Verdauung, die uns helfen, wie der Kuh die Sachen aufzuspalten. Wir schaffen es nicht so weit wie die Kuh mit unserer Verdauung, aber wir brauchen eigentlich genau diese Partner auch, um viele Sachen zu verdauen, um Giftstoffe abzubauen, um ja, noch andere Sachen zu machen. Ja? Sie sagten Biene. Bitte? Sie sagten da Bienen. Bienen hat genau. Hat man die Erfahrung eben, die Bienenstöcke, ob man... Gegen die Rohrmilbe? Oder was meinen Sie jetzt? Ja, zum Beispiel. Ja. Also allgemein Fütterung der Bienen, die werden ja auch gefüttert. Und man kann in das Futter der Bienen, also wenn man die einfüttert mit so einem Zuckersirup, kann man da mindestens 1% reinmachen, EMA, triatraktiv, bis zu 10%. Also tatsächlich, der Imker Brennecke hier in Parchim, der haut da 10% rein, also auf 1 Liter Zuckersirup, 100 Milliliter und die EM. Und der hat keine Probleme mehr. Der muss nichts mehr gegen die Varroa-Milbe machen. Vorher hat er die in die Sauna geschickt und alles Mögliche. Also so hat er mir das gesagt. Ja, vorher hat er da alle möglichen Klimmzüge gemacht, um seine Bienen irgendwie am Leben zu halten. Und jetzt sind die so vital, dass er praktisch nichts mehr machen muss. Ja. Also er hat ja auf seinem Auto ist noch groß der Aufkleber, ich schicke meine Bienen in die Sauna. Er sagt, der muss das nicht mehr machen. Das ist in Ordnung. Also in Sauna deswegen, weil man kann den Bienenstock... Die Varroa-Milbe geht, ich weiß nicht, irgendwie bei 40 Grad kaputt und die Bienen gehen erst bei 45 Grad kaputt oder so. Und deswegen kann man den Bienenstock von außen quasi in den Kasten stecken und warm machen auf über 40 Grad und dann sind die Varroa-Milben weg, aber die Bienen noch gut. So, und das muss er nicht mehr machen. Solche Spielchen hat er vorher gemacht. Also nur in den Futter rein oder auch besprühen die ganze Stocke? Das wäre das nächste für die Hygiene, dass man 1 zu 10 verdünnt, Stock aussprüht, wenn man den bearbeitet oder die Waben, wenn man die reinhängt oder rausnimmt und so weiter. Das ist dann das nächste, genau. Ja. Man kann auch mit der Endkeramik arbeiten, da was reinlegen und so weiter. So, aber auch für den Menschen. Das erste, was passiert ist, wenn wir EM trinken, typischerweise am Ende der Mahlzeit, glaube ich, ist ein sehr guter Moment, um das zu trinken. Das war jedenfalls mal in der Dokumentation Arte, Wunderwaffe, Mikrobiom, dass so die Asiaten auch ihr Kimchi essen, also die Koreaner und so weiter, immer am Ende der Mahlzeit. Und dass das ein guter Moment ist, weil dann die gute Chance ist, dass die Mikroorganismen lebendig noch durch den Magen kommen. Macht aber auch nichts, wenn da welche absterben, das ist völlig normal und in Ordnung. Aber auf jeden Fall... kommen die dann in den Dünndarm und im Dünndarm
ist Highlife. Da ist auch 38 Grad, da ist jede Menge Nahrung und wenig Konkurrenz, weil gerade im Magen fast alles abgetötet wurde mit der Magensäure. Und da explodieren die. Verdopplung alle 20 Minuten, die Milchsäurebakterien. Das heißt, da kann man mal ausrechnen, wenn da ein Milchsäurebakterium reinkommt in den Dünndarm. Wir haben hier eine Darmpassage von vielleicht 10, 20 Stunden. Moment, das hatte ich mal ausgerechnet. 2 hoch 10, 1024, also nach 200 Minuten, also nach 3,5 Stunden, haben die sich vertausendfacht. Das, was wir an Milchsäurebakterien geschafft haben, in den Dünndarm zu kriegen, hat sich nach 2,5 Stunden, Moment, ja, 3,5 Stunden im Dünndarm vertausendfacht. Also wir reden hier von einer unglaublichen Mikrobiologie, die sich da sofort entwickelt. Und es spielt eine Rolle, was da oben reinkommt. Es ist nicht egal. Und das nächste ist, die EM-Mikroorganismen siedeln sich nicht dauerhaft im Darm an. Also es ist nicht so wie die klassischen Darmbakterien, die an der Darmwand sitzen, in den Darmzotten und so, in mehreren Schichten und ganz spezielle Lebensbedingungen und Lebenszyklen haben. Das machen die EMs nicht. Die EMs, das sind Milchsäurebakterienhäfen, die gehen rein und gehen raus. Gut zahlende Touristen. Die kommen, liefern ab, Vitamine, Antioxidantien helfen beim Verdauen, bauen Giftstoffe ab und gehen wieder raus. Aber deswegen müssen sie auch jeden Tag reinkommen. Wenn man dann aufhört, EM zu trinken oder aufhört, Sauerkraut oder Joghurt oder Kefir oder was auch immer man täglich zu sich nehmen kann, um diese Mikroorganismen reinzukriegen, damit kann man nicht aufhören. Die müssen jeden Tag reinkommen. In einer normalen Ernährung, in der früheren Ernährung war das normal. Da hatte jeder seine sauer eingelegten Bohnen. Der Salami hatte Milchsäurebakterien, das Bier war noch nicht pasteurisiert. Die Milch ist nach einem Tag sauer geworden und man hat sie als Dickmilch gegessen. Also kam große, große Mengen gute Mikroorganismen jeden Tag rein. Heute ist das eben nicht mehr der Fall und deswegen ist heute eben ein Wundermittel vor 100 Jahren, oder fast sagen, vor 200 Jahren hätte das keinen interessiert. Wäre auch gut gewesen, aber die hätten es alle im Keller gehabt und hätten auch halbwegs gewusst, vielleicht noch, was sie damit anfangen müssen. Bis hin zu den Griechen, die mit saurem Wein ihre Wunden ausgewaschen haben. Wie man in alten Schriften immer schön lesen kann. Und was ist saurer Wein? Das ist fast eher. Da ist dann wilder Wein, wo Hefen drin sind, wo auch Milchsäurebakterien drin sind. Und Wein, der sauer geworden ist, ist im Grunde eher. Ja? Hat man Erfahrung bei Carnivore oder Keto-Diät, ob die EM positive oder sogar negative Auswirkungen haben können? Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Bei Carnivore-Diät oder Carnivore. Keto-Diät? Ja, also ist egal. Beides braucht gute Mikroorganismen. Also auch mit einer kohlenhydratarmen Ernährung brauchen wir gute Mikroorganismen, damit es nicht fault, damit die Vitamine da sind und so weiter. Man kann auch Fleisch fermentieren, also so, geht alles. Nein, also das spielt eigentlich keine Rolle. Und was fressen die Raubtiere zuerst, wenn sie ein Tier erlegen? Zum Beispiel ein Reh? Den Magen. Warum den Magen? Also den Pansen quasi. Den Banden der Kuh würden die zuerst fressen. Inklusive Gras, was noch im Pansen drin ist. Weil sie genau das auch haben möchten, diese guten. Deswegen lieben unsere Hunde den getrockneten Pansen bei den Kühen. Also wenn sie den ja so als Leckerli von Fressnapf oder was weiß ich gibt. Dass man da, also das ist auch bei der Carnivore-Diät ist das Richtige. Auch da wird es gebraucht. So, das ist das Erste. Milchsäurebakterien sorgen für eine bessere Darmgesundheit. Das heißt, Durchfall, Verstopfung, allgemein Verdauungsrhythmus wird besser, gesünder. Bis hin zur Heilung von Morbus Crohn und sonst was. Also das haben wir alles schon gehabt und ist inzwischen relativ Standard. Gerne kombiniert mit Zeolit, weil das gut zusammenpasst. Aber auch EM alleine hat schon diese Effekte. Das nächste ist, es entlastet ganz stark unseren Stoffwechsel. Also dadurch, dass es die Entstehung vieler Giftstoffe vermeidet und viele wichtige Sachen für unseren Stoffwechsel bereitstellt, Enzyme, Antioxidantien, die Leber und die Niere werden ganz stark entlastet. Also wir hatten Hepatitis-Patienten, die haben angefangen, EM zu trinken, kamen nach einem Monat mit einer Analyse und haben gesagt, seit 35 Jahren hatte ich nicht mehr so gute Leberwerte. Also normale Leberwerte. So. Mit EM kann man 10 Jahre länger saufen. Die Leber wird so stark entlastet, dass man auch Alkohol besser verträgt. Der bekannte EM-Berater Ernst Hammes, Landwirtschaftsberater, hat das auch
abendlich zum Test geführt. Wenn man also ein Bier, einen Schnaps und einen Schnaps EM trinkt, wird man nicht so schnell besoffen. Hält man viel länger durch und saugt und hat am nächsten Tag nicht so einen dicken Kopf, weil immer erstmal die Mikroorganismen gesoffen werden darf, bevor die Alkohol in den Körper kommt und dann aufgenommen wird und diese Wirkung hat. Ja, Hirnkrankheit, das ist die Entgiftung. Und dann natürlich, wenn das funktioniert, dann geht es in den ganzen anderen Bereich auch. Dann hat der Körper plötzlich wieder Kraft, irgendwelche alten Sachen aufzuräumen, wo er jahrelang, jahrzehntelang nicht drangegangen ist. Da geht bei dem einen das Knie wird besser, bei mir war es die Mittelohrentzündung. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, da war ich auch schon relativ gesund, aber hatte jedes Jahr eine Mittelohrentzündung, hatte noch einmal eine Mittelohrentzündung, klassische Erstverschlimmerung, war auch beim Arzt, habe aber nichts gemacht. Und das war, dann war es das. Hatte nie wieder Mittelohrentzündung seitdem. Wo ich vorher jedes Jahr eine Mittelohrentzündung hatte. Neurodermitis ist ein klassischer Fall, die damit dann deutlich besser wird oder abheilt. Alle möglichen Allergien, die weniger werden oder weg sind. Rheuma, also gibt ja dann, wenn das Immunsystem wieder funktioniert, wenn der Stoffwechsel wieder entgiften kann, dann kann eben alles Mögliche wieder in Gang kommen. Im Schnitt würde ich sagen, die Hälfte der Krankheiten kann man wegsortieren, wenn man das gemacht hat. Nicht alles, bleibt noch genug übrig, man hat immer noch was zu tun, aber ganz klassisch gab Untersuchungen schwedischer Autohersteller, Autoteile-Zulieferer, hat die Hälfte seiner Belegschaft mit Milchsäurebakterien, Probiotika, die andere Hälfte mit Placebo und die Hälfte, die Probiotika bekommen haben, hatten nur die Hälfte der Krankheitstage. Also tatsächlich Krankheitstage halbiert in der Firma dadurch. Also die Hälfte, die das gemacht haben. Bitte? Sollte man denn trinken? Achso, also klassisch 2x 20 Milliliter am Tag, also Liter brauchen wir nicht, 2x 20 Milliliter am Tag, wobei ich inzwischen auf 2x 50 Milliliter bin. Also man kann es auch nicht überdosieren. Ich hatte auch schon Kunden, die haben dann, der hatte eine Lungenentzündung. Ja, geht gleich los. Die hatte eine Lungenentzündung und hat dann gesagt, ich will aber keine Antibiotika nehmen und nichts machen. Und aus Verzweiflung hat sie dann jede Stunde irgendwie 100, 200 Milliliter Yen getrunken, 1,5 Liter an dem Tag. Und war alles weg. Sollte man die ohne Antibiotika, ohne irgendwas war das komplett erledigt. Bitte? Sollte man die vor dem Schnaps oder nach dem Schnaps? Das ist eine sehr gute Frage. Nach dem Schnaps. Unverdünnt? Ja, es ist halt so sauer wie Sauerkrautsaft. Also man kann das gerne mit Saft oder so verdünnen oder in Joghurt, aber da muss man noch mehr essen. Also dem einen schmeckt es ganz toll, ich muss mich schon ein bisschen schütteln, aber ein Schluck Wasser hinterher oder Saft ist alles gut. Inzwischen, so, Moment, jetzt. So, was gibt es zur Gesundheit sonst noch zu sagen? Ja? Wie ist denn das mit der Einnahme von sehr stark basischen Sachen? Wäre es dann sinnvoll, da ein bisschen Abstand zu halten, weil die EM sauer sind? Nein, ist egal. Also die EMs sind zwar sauer, aber sie können auch im basischen Bereich arbeiten. Ah, ja. Also der Kuhpanzen zum Beispiel hat einen pH-Wert von 8 bis 9, also ist richtig basisch. Ah, ja. Und das fühle ich total wohl. Okay. Aber die produzieren halt selber Säure. Und produzieren so lange Säure, bis sie selber nicht mehr können. Okay. Also der Grund, warum die EMs in der Flasche stabil sind, ist der, dass sie so viel Säure produziert haben, dass sie selber sagen, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann können alle anderen auch davon nicht mehr, aber die fühlen sich wunderbar wohl in den basischen pH-Werten und arbeiten da sogar besser, weil ihnen die Säure gleich weggeschafft wird, dann fühlen sie sich eigentlich noch wohler. So, dann gehen wir mal ganz schnell durch. Man denkt ja nach 20 Jahren EM, man hat alles gelernt, kann einen nichts mehr überraschen. Und das dachte ich auch. Und dann gab es plötzlich verrückte Beiträge im EM-Journal. Professor Higa hat es wieder getan. Der Professor Higa fängt an, mit Salz zu düngen. Also es gab ja schon so eine Sache, da gab es... Geschichten aus Pakistan, dass sie mit EM versalzt, also richtig wissenschaftliche Untersuchungen, dass sie mit versalzten Böden, also Böden, die man bewässert hatte und die dadurch versalzt waren, die man normalerweise für 30.000 Euro sanieren müsste mit Chemikalien und Bewässerung und was weiß ich, dass er die für ein paar hundert Euro EM wieder fruchtbar gekriegt hat. Dass die wieder für den Anbau in Ordnung waren, funktioniert.
Das gab ein Buch von Professor Higer, EM Salz, wo er auch seine spezielle Form der Salzherstellung, Tiefenmeerwasser mit EM versetzen, hocherhitzen und so weiter, da hat er berichtet, dass er 25 Gramm Salz am Tag futtert. Ich sage euch, der ist verrückt. Wenn er erstmal ein Prinzip erkannt hat, dann treibt er das auf die Spitze. In dem gleichen Buch hat er, glaube ich, berichtet, wie er sich Keramikplatten um den Kopf gebunden hat, weil er irgendwie meint, er wird dement. Also er kennt nichts. Wenn er irgendein Prinzip erkannt hat, dann macht er das, ob der verrückt aussieht oder ob wir denken, wie kann er solche Sachen, das macht er. Er hat das Erfindergen in sich. Und hier offensichtlich treibt er es wieder auf die Spitze. Es geht, ja, warum das funktioniert, aber das ist also ein Tomatenbeet, ein Tomatengewächshaus hier in seinem Garten und das ist kein Schnee, das ist Salz. Und da macht er teilweise bis 1 Kilogramm Salz auf einen Quadratmeter, haut dann 1 Liter EM hinterher, natürlich mit ein bisschen Bewässerung und dann pflanzt er nach 2 Wochen Tomaten. Nach allen klassischen Theorien müssen die Tomaten eingehen. Das ist viel zu viel Salz, der Boden kann man auch messen, wie viel Salz da im Boden drin ist. Das ist viel zu viel, das selbst für Starkzehrer nicht auszuhalten. Aber nicht nur, dass die nicht eingehen, die wachsen wunderbar und die brauchen nicht gedüngt werden, die haben jede Menge Nährstoffe aus dem Salz. Obwohl Salz Natriumchlorid ist, das funktioniert. So, ökonomisch ist das nicht. Der Liter EM auf dem Quadratmeter ist schon zu teuer und das Kilo Salz kostet ja auch Geld. Aber er zeigt hier wieder ein Prinzip und er schreibt hier ein Prinzip auf die Spitze, um zu demonstrieren, was möglich ist. Und ja, warum funktioniert das? Sagen wir mal dabei, warum das funktioniert. Also erstmal sagt er, das EM soll man am besten mit Meerwassergehalt, mehr Salzwassergehalt herstellen. Meerwasser hat ungefähr 30 Gramm Salz je Liter und da gibt es jetzt auch tatsächlich im EM-Journal seit 2 Jahren die neue Anweisung, dass man das, früher hieß es 3% Melasse, 3% Starterkultur, eine Woche stehen lassen, fertig. Und dann ist es sauer, pH-Wert 3,5 abfüllen, fertig. Eigentlich braucht man das Wasser nicht entsalzen. Man kann das Meerwasser nehmen, ja, richtig. Wenn man am Meer lebt oder dazu Zugang zum Meerwasser hat, könnte man das, vielleicht das Meerwasser nehmen. Was in Okinawa wahrscheinlich der Fall ist. Aber wir nehmen mehr Salz. Und die neue Empfehlung ist tatsächlich 20 bis 30 Gramm Salz je Liter EMA zu machen. Also unser Triaterra Aktiv hat normal 2 Gramm je Liter, aber wir haben Triaterra mehr jetzt. Mehr wie Meereswasser und da haben wir 30 Gramm Salz im Liter drin. Weil die Mikroorganismen aktiver sein sollen, wir kennen das auch vom Sauerkraut und Gemüse einlegen, da machen wir auch Salz rein und das ist tatsächlich nicht desinfizierend, sondern die Mesobakterien lieben das und diese sind die Mikroorganismen, auch die Photosynthesebakterien. Genau, also die Mikroorganismen sind aktiver, das merkt man schon, das haben wir auch gemerkt, wenn wir das Salz hier trinken, dass das nochmal ganz anders abgeht. Und das nächste ist, das Salz erhöht die Leitfähigkeit. Also Salzwasser ist ja sehr leitfähig, destilliertes Wasser nicht, aber desto mehr Salz das Wasser hat, desto leitfähiger ist es. Und da geht es wieder dieses EM-Energiefeld, das ist ja das, wovon er sehr viel spricht und mit dem er viel arbeitet. Es kann plötzlich diese Energien viel besser leiten, schwingen, verbreiten. Wenn so viel Salz im Boden ist, dann ist der ganze Boden elektrisch leitend. Dann kann der ganze Boden diese Energien besser übertragen. Also wir reden ja bei EM zum Beispiel von Antioxidation, von überschüssigen Elektronen, die kann man auch leiten. Und natürlich werden die dann hier stärker geleitet. So, ja? Naja, also es klingt jetzt eher nach einem Experiment, aber mir fällt dazu ein, bei meinen Eltern gibt es eine Hecke direkt an der Straße. Und jeden Winter, wenn der Flug vorbeikommt, dann kriegen die immer so eine ordentliche Lage. Kräftig EM gießen. Kräftig EM gießen, nicht so konzentriert, schon 1:50 verdünnt muss man schon, damit die Pflanzen keinen Säureschaden kriegen. Aber wenn die kräftig mit EM gegossen werden, werden sie das nicht nur aushalten, sondern werden sich freuen. Wenn die Pflanzen, Straßenbäume oder Hecken oder die Wiese am Rand von den Straßen mit Salz belastet ist, kräftig mit EM gießen, dann ist das kein Problem. So, und das dritte, was dieses Salz macht, ist das hier. Und das ist klar, dass Sie das nicht verstehen. Ich verstehe das heute noch nicht. Ich habe jetzt ein ganzes Buch darüber gelesen von dem Louis Kerber. Aber Sie dachten, Sie leben in einer Welt, wo die Materie schön fest ist und Chlor ist Chlor und Salz ist Natrium und Phosphor ist Phosphor. Vergessen Sie es. Pflanzen, und das ist seit über 150 Jahren in der Forschung bekannt, aber es hat nie
in die Lehrbücher durchgesetzt, weil es einfach zu absurd ist und zu schwer festzunageln. Pflanzen wandeln Mineralien ineinander um. Natrium in, Moment, also das müsste ich, ich bringe mal ein paar Sachen her. Also Natrium in Kalium, das ist der Klassiker. Natrium plus Sauerstoff in Kalium. Das machen wir Menschen. Wir haben keine Natrium-Kalium-Pumpe. Wir können Natrium in Kalium umwandeln und wahrscheinlich zurück. Und so die Konzentration von Natrium und Kalium in unserem Körper komprimieren. Wir haben Umwandlung von Magnesium in Calcium, auch mit Sauerstoff. Wir haben Umwandlung von Kalium in Calcium plus ein Wasserstoff, ein Proton dazu. Wir haben Umwandlung von Phosphor in Schwefel mit einem Wasserstoff. Wir haben Umwandlung von es wird kompliziert. Der Punkt ist, da muss man sich ein Tafelwerk nehmen. Ich habe das Buch durchgelesen, ich habe diese Formeln gesehen. Er hat das jetzt in so einem Schaubild gemacht, aber man kann die Formeln auch untereinander mal durchgehen. Seit 150 Jahren gibt es Versuche mit Keimen in Pflanzen, Kresse, Klee. Und da guckt man bei den Samen, wie viel Kalzium, wie viel Magnesium ist in den Samen. Also man malt die, man löst die auf, man macht eine Analyse, wie viel Kalzium, wie viel Magnesium ist drin. Dann nimmt man die Samen, Porzellanteller, Deckel drauf, destilliertes Wasser, lässt die keimen 2 Wochen lang, guckt nochmal mit Licht, wie viel Kalzium, wie viel Magnesium. Und dann stellt sich raus, Magnesium ist weniger geworden, Kalzium ist 50% mehr geworden. Wo kommt der Kalzium her? Warum ist das Magnesium weg? So eine Geschichten gibt es in allen Varianten. Das Problem ist, es hängt zum Beispiel davon ab, ob Licht daran kommt. Es hängt davon ab, welche Pflanze das ist, in welchem Wachstumsstadium die Pflanze ist, kann sie das und so weiter. Also, aber so eine Experimente, da gibt es Wissenschaftler, die haben ihr ganzes Leben damit verbracht, das immer und immer wieder zu testen, weil sie es einfach nicht glauben konnten. 10 Jahre lang den gleichen Versuch gemacht, immer und immer wieder, aber es bleibt dabei. Pflanzen, gerade im Keimprozess, können Mineralien ineinander umwandeln, aber auch viele Pflanzen im ganz normalen Lebensprozess. Der Besenginster. Besenginster, stickstoffbindende Pflanze, die manchmal flächendeckend auf schlechten Böden wächst, Sandböden ohne Kalk, besteht zu 30% aus Kalk in seiner Trockenmasse, wenn man das verarschen würde, und hat um seine Wurzel herum Ringe von Kalk. Offensichtlich gibt es irgendwie Kalk an dem Boden ab. Das gleiche macht das Gänseblümchen, das gleiche macht Löwenzahn. Und so weiter. Also es gibt, also jede Pflanze hat eine bestimmte Eigenschaft, das ist eine der Sachen, die sie können, in einer bestimmten Wachstumsphase bestimmte Mineralien ineinander umwandeln. Nur, dass wir das nicht nutzen. Wir füttern die Pflanzen genauso, wie wir die Kühe füttern. Die Kühe wollen eigentlich Gras fressen und schlechtes, minderwertiges Futter und das in hochwertige Sachen umwandeln, für uns Milch, Fleisch. Aber wir füttern denen Fett und Körner und Soja, was für die überhaupt nicht vorgesehen ist. So hochwertige Sachen, das kann man schon füttern, aber nicht Rinder. Und dann verlernen die ihren Pansen zu benutzen und ihre Mikrobiologie. Und so machen wir das mit den Pflanzen auch. Wir füttern den Pflanzen eine Diät komplett mit Mineraldüngung, wo jedes Mineral dabei ist, aber das wollen die gar nicht. Die wollen kein Magnesium oder Kalzium. Die wollen das selber umwandeln und fühlen sich dabei auch viel wohler. Das ist interessant, dass zum Beispiel Klassiker ist ja, dass die Medizin es immer noch nicht verstanden hat, seit 50 Jahren, dass Kalzium gegen Osteoporose nicht hilft. Die Ärzte verschreiben die ganze Zeit Kalzium, aber es funktioniert nicht. Der Kalzium verfestigt die Knochen nicht, kommt überhaupt nicht an. Der Körper will das Kalzium nicht, aber Vitamin D und Magnesium und zack, ist der Knochen hart mit Kalzium. Wo kommt das Kalzium her? Wir selber wollen auch nicht das Kalzium, was sie uns vorsetzen, einbauen. Wir möchten auch das selber umwandeln. Ähnlich mit Eisen. Es steht hier nicht drauf, wie Eisen entsteht. Ich habe auch das Tafelwerk gewälzt. Aber definitiv, wir sind in der Lage, unter bestimmten Umständen Eisen herzustellen. Und wollen das herstellen. Wenn sie einen Eisenmangel haben, sie nehmen Eisen ein, das hat so gut wie keinen Effekt. Immer und immer wieder, den Frauen wird gesagt, nehmt die Eisenpräparate, wir haben niedrige Eisenwerte. Bei der nächsten Untersuchung ist sie immer noch genauso niedrig. Der will das Eisen nicht haben. Der will das Eisen selber herstellen. Woraus?
Das ist noch das Rätsel. Also, wenn man jetzt das Tafelwerk aufstellt, diese Protonen und Neutronen, diese Kernphysik, die darf eigentlich nur in einem Kernkraftwerk stattfinden oder in dem Teilchenbeschleuniger in CERN für 20 Milliarden Euro. Dass das irgendein Bakterium oder eine Pflanze verboten. Also, überhaupt nicht vorgesehen. Das hier, das ist kein veratmender Organismus, das ist ein Kernkraftwerk. Wir kriegen offensichtlich einen Großteil unserer Energie und unserer Umsetzungsprozesse kriegen wir aus Kernphysik, aus Kernreaktionen. Ja, wie das genau funktioniert, das ist ein bisschen schwierig festzunageln, deswegen ich auch verstehe, warum das nicht in die klassische Landwirtschaft, Chemie und so weiter Eingang hält. Und es scheint ganz spezifisch von biologischen Lebewesen zu sein. Also es gibt so gut wie keine Elementumwandlung, die man außerhalb von lebenden Prozessen beobachten kann. Da stimmt es tatsächlich, die Grundlage unserer herrschenden Chemie, dass Elemente sich nicht ineinander umwandeln. Das ist ja eine Prämisse, eine festgelegte, vorher festgelegte Prämisse, die hat man nie bewiesen, die hat man gesagt, das ist so. Und das scheint auch so zu sein, solange es unbelebt ist, ist das im Großen und Ganzen richtig. Aber sobald es belebt wird, geht es da kreuz und quer. Und wenn wir das, da kann man hier 20 Jahre lang, alle Forschungsinstitute der Welt können mal die Pflanzen rauf und runter testen, was die eigentlich ineinander umwandeln und wie man die Düngung anpassen könnte. Aber der IGA hat schon mal angefangen und einfach Salz gestreut. Und es funktioniert. Ja, also das nur so, das ist das Neueste, was aus Japan kommt, beziehungsweise alte. Das ist ein Franzose, der Herr Herzele war wohl ein Deutscher, der das vor 150 Jahren schon untersucht hat. Das bringt uns, ja, es löst unsere Sicherheit, dass wir in einer materiellen, mechanistischen Welt leben, löst es auf. Das ist auch das Problem mit EM. Das ist also Problem. Man kann ja leicht verstehen, dass das EM eine mikrobiologische Auswirkung hat. Dass es eine positive Dominanz der Mikroorganismen herstellt, negative Keime verdrängt, das ist leicht nachvollziehbar. Das ist klar. Dass es Giftstoffe aufbaut, wunderbar. Alle möglichen Giftstoffe, Pilzgiftstoffe, Bakteriengiftstoffe, Ammoniak, Schwefel, Wasserstoff und so weiter. Dass es Vitamine produziert, B, C, dass es antioxidiert, dass es auch Werkzeug entrosten kann. Alles verständlich, chemisch nachvollziehbar. Aber jetzt wird es schon langsam schwierig. Dejunigation, es macht also dadurch, dass es Elektronenüberschuss bereitstellt oder auch noch aus anderen Gründen, macht es ganz viele Stoffe ungiftig, unlöslich, zum Beispiel Schwermetalle. Schwermetalle sind nur giftig in der gelösten Ionenform, Blei, Pb2+, wenn Elektronenmangel hat, wenn man da Elektronen gibt, dann wird es metallisch und Salz wird festgebunden, ist kein Problem. Aber jetzt wird es schwierig. EM hört dann eben nicht auf. Und wie gesagt, das gilt für jeden Sauerteig im Grunde. Also wir reden hier nicht davon, dass es spezifisch das EM von Liga ist mit 80 Arten, sondern das ist ein Phänomen in der Natur, was wir uns geleistet haben, zu übersehen, zu ignorieren. Abbau von Radioaktivität und radioaktiven Elementen, das war auch ein Thema, warum die darauf gekommen sind, dass EM Sachen ineinander umwandelt. Schon in Fukushima, schon in Tschernobyl haben sie Forschung gemacht, radioaktiv verseuchte Äcker mit EM besprüht und direkt danach nur noch die Hälfte der Radioaktivität nachweisbar. Also mit dem Geigerzähler rübergelaufen. Und auf der anderen Seite offensichtlicher Abbau von Cäsium-137, diesem radioaktiven Schwermetall, um das es immer geht, was überall runterregnet und dann die Leute vergiftet und weswegen man dann seine Äpfel nicht mehr verkaufen muss. Da gab es dann einen Apfelbauer mitten in Fukushima in dieser Provinz, die komplett verseucht war von vorne bis hinten. Da wollten sie eine schöne depressive Doku drüber drehen, wie furchtbar das ist. Und dann da der lächelnde Bauer mit seinen Obstkisten und arbeitet und bringt seine Sachen nach Tokio zum Markt. Der Boden ist nicht verseucht, die Pflanzen sind nicht verseucht, die Äpfel sind in Ordnung. Stellt sich raus, der hat schon ein paar Jahre lang EM angewendet, hat offensichtlich eine ganz starke, positive, antioxidative Mikrobiologie im Boden und hat er einfach abgebaut. Wir vermuten, dass Cäsium-137 in Barium umgewandelt wird, aber genau wissen sie es nicht. Das war auch ein Hinweis darauf, dass EM sowas macht. Ja, und deswegen auch dieses Bestehen von Professor Higa, das ist eben eine Wirkungsrichtung in Richtung Gravitationswellen, Energiefeld gibt, das, wie will man das fassen? Es ist nicht, man kann da keinen Messer ran, kann das nicht, wir haben kein Messgerät, um das zu messen.
Wir können da nicht hingehen und sagen, klick, 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 ja, hier ist ein positives EM-Energiefeld. Wir können das so ein bisschen ableiten, wenn da viele Elektronen im Boden sind, das Redoxpotenzial niedrig ist, wenn die Pflanzen einen hohen Zuckergehalt haben. Okay, dann kann man das ableiten, da muss so, so eine Energie sein. Aber dass wir das jetzt messen könnten, können wir nicht. Aber das ist das, wovon ihr immer redet, das ist deswegen, macht er da Salz in den Boden, damit das schön leitfähig ist. Deswegen immer die häufige Anwendung von EM, um immer diese Gravitationswellen zu erzeugen und so. Okay, und als letztes und verrücktestes, Transmutation von Salzen zu Pflanzennährstoffen. Wo ich dann schon fast sagen würde, was wären, wenn wir die Sahara oder Australien mit Meerwasser übergießen und EM draufkippen? Fängt die dann an zu wuchern?